Die Schildkröte und der Hase von Aesop. Willkommen bei Living Books. Ich bin die Schildkröte. Und ich bin der Hase und gleich werdet ihr hören, wie ich die Schildkröte im Wettrennen besiegt habe. Es fing alles an einem Tag an, an dem die Schildkröte wieder einmal faul herumlag und ich ihr etwas auf die Sprünge helfen wollte. Oh! Jetzt muss ich aber los. Bis später. Wenn ihr wissen wollt, was wirklich passiert ist, müsst ihr euch die Geschichte anhören. Wollt ihr die Geschichte vorgelesen bekommen, müsst ihr hierauf klicken. Wollt ihr in der Geschichte spielen, müsst ihr darauf klicken. Okay. Hallo, Kinder. Ich bin Simon, euer Geschichtenerzähler. Heute erzähle ich euch eine von Aesops bekanntesten Fabeln. Seid ihr bereit? Dann kann's losgehen. Das ist die Geschichte von der Schildkröte und dem Hasen. Die Schildkröte war ein freundliches Kerlchen, das langsam und ohne Hast durch die Welt ging. Guten Morgen, Vögel. Der Hase dagegen war ein geschäftiger Geselle, der immer auf dem Sprung war. Sowas. Hey, Hase. Ja? Hast du vergessen, die Zeitung ins Altpapier zu werfen? Oh, stimmt. Hallo? Mhm. Ja. Nein. In Ordnung. Vielen Dank für Ihren Anruf. Auf Wiederhören. Sowas. Dieser Hase lief und sprang so schnell, dass er oft nicht darauf achtete, wo er eigentlich hinlief. Guten Morgen! Guten Morgen! Liebst du die Morgenstunden auch so wie ich? Nee, die sind mir viel zu langsam.
Liebst du die Morgenstunden auch so wie ich? Nee, die sind mir viel zu langsam. Willkommen! Hey, aufwachen! Hab ich geschnarcht? Hey, du lahme Ente! Was machst du denn da? Bei deiner Geschwindigkeit bist du bis zum Mittagessen noch nicht fertig. Bin ich wohl. Ach, hey, ich bin spät dran. Ich muss los. Eines Tages stießen sie auf der Straße zusammen. Hoppla! Der Hase konnte einfach nicht verstehen, wie die langsame Schildkröte jemals etwas erreichen konnte. Was machst du da? Ich höre den Vögeln beim Singen zu. Dein Leben muss wirklich langweilig sein. Wie kriegst du nur jemals irgendwas fertig, so langsam wie du dich bewegst? Ganz einfach. Ich plane alles im Voraus und vergeude meine Zeit nicht. Dafür vergeudest du meine? Sing doch bitte noch ein bisschen. Ich liebe diese Vögel. Oh, Simon, tatsächlich? Ich meine, ich liebe, wie sie singen. Bin der Biber mit der Kappe und meine Raps sind nicht von Pappe. Verzeihung. Und jetzt, meine Damen und Herren, extra für Sie eingeflogen, der kleine Piepmatz und die drei Zwitschervögel. Zubab. Singen von früh bis spät.
An diesem Nachmittag trafen der Hase und die Schildkröte erneut aufeinander. Liegst du schon wieder faul in der Gegend rum? In der Zeit, die du brauchst, um von diesem Baum zum nächsten zu kommen, kann ich schon 100 Dinge erledigen. Ach ja? Manchmal laufe auch ich ganz schön schnell. Da forderte der Hase die Schildkröte zu einem Rennen heraus. Na, wenn du so schnell bist, wie wär's dann mit einem Wettrennen gegen mich? Oh, na gut. Okay, abgemacht. Sieh zu, dass du auch da bist, wenn's losgeht. Na, Kinder, macht das Spaß? Guckt mal! Und jetzt ich! Ich kann auch tauchen! Willst du wirklich gegen den Hasen antreten? Tja, es sieht so aus. Ganz schön kalt. Hey! Seht mal her! So wurde ein Datum für das Rennen zwischen dem Hasen und der Schildkröte vereinbart.